Hallo und herzlich willkommen zu einem Strategievideo in Mikabello. Ich habe was Neues ausprobiert und zwar die Kombination aus Vulcan und Marksman. Und meinen ersten Versuch dafür seht ihr jetzt im Hintergrund. Ich habe leider nicht aufgenommen, deshalb kann ich euch nur ein Replay zeigen. Und hier suchen wir jetzt den Starter Spezialist aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen habe. Ich glaube Sabertooth. Genau. Und ja, Vulcan und Marksman ist das Ziel. Jetzt am Anfang natürlich schwierig. Ich starte erstmal mit Sledgehammern, Arclight und Crawlern. Die Crawler setze ich hier hinter die Türme. Dann, die sind ja schön schnell, die rennen dann vor und lenken die Sniper zum Beispiel ab. Und ich mache mal hier ein bisschen schneller. Ich mache mal Quick Deploy. Ich habe noch nie mit dem Replay-Modus hier gearbeitet. Okay. Jetzt sehen wir hier mal das Battle. Genau, was ich gemeint habe: Die Crawler rennen vor. Die langsameren sind hier vor den Türen platziert. Das ist so das Standard, die Standardspielweise. Und hier die Sniper zum Beispiel, die Marksmen, die machen halt hohen Schaden mit geringer Feuerrate, also für Single Targets. Und deshalb will man den quasi den Kleinkram, den Chaff vorsetzen. So, hier habe ich mich. Ah ne, es war Quick Deploy, okay. Ich habe Mobile Beacon genommen. Werde ich, glaube ich, nicht einmal benutzen. Im ganzen Spiel. Und wir haben jetzt den Sabertooth bekommen. Wegen meiner Spezialität hier. Und ich hole noch zwei Fangs. Das ist auch wieder Kleinkram. Aber die sind deutlich langsamer. Die haben nur einen Speed von 6 im Vergleich zu den Crawlern mit 16. Das heißt, die kommen erst sehr viel später ins Spiel. Die lenken auch ab, aber ist einfach eine spätere Welle, die dann ankommt, quasi. Wie ihr jetzt hier seht. Die kommen auch später an. Die sitzen hinten in der Mitte. Die habe ich leider ein bisschen blöd platziert. Die hätten sich besser aufteilen können. Die Mustangs machen den Kleinkram natürlich gut weg. Aber die Runde, ja, haben wir erfolgreich bestritten. Die Panzer mag ich auch einfach gerne. Sehen sehr cool aus. Okay, Runde 3. Wir haben Einheiten zur Auswahl. Ich bekomme kostenlosen Vulcan. War ja eh mein Plan von Anfang an. Deshalb nehme ich den, hole mir noch einen zweiten auch direkt und setze die hier auch in die vorderste Reihe. Die sind langsam und haben eine relativ geringe Reichweite mit weniger als 100 Metern, also eher hier vorne, genau wie die Arclight und die Sledgehammer. So, und das meine ich mit der Aufteilung, ne? Ich hätte die lieber ein bisschen weiter rechts platziert, dass die sich Hälfte-Hälfte aufteilen. Da hatte ich aber, glaube ich, Zeitdruck in der Runde. Und konnte es nicht mehr rechtzeitig genau platzieren. So, zwei Vulcans haben wir jetzt schon mal. Marksmen haben wir noch gar keine. Ist jetzt natürlich eher ungewöhnlich, glaube ich, dass man bei der Strategie die Marksmen nach den Vulcans holt. Aber naja. Der Gegner hat übrigens die Fähigkeit, dass er 100 mehr Supplies in der ersten Runde hat. Also die Geldwährung. Und dafür, ja, sind alle Einheiten, die er rekrutiert, direkt auf Stufe 2. Die kosten dann halt aber auch mehr, ne, zum Kaufen. Das heißt, er kann deutlich weniger Einheiten in der Regel kaufen. Ich mag das persönlich nicht so, aber naja. Es kann trotzdem manchmal nervig sein, gefühlt, wenn man dagegen antritt. Und er hat jetzt halt schon 4 Stufe 2 Scharfschützen, das ist halt schon stark. Und die Runde gewinnt er, glaube ich, auch.
Aber wobei, wir haben noch ein paar Fangs. Aber die werden nicht nah genug drankommen, denke ich. Ach ja, okay. Der Vulcan hat sogar noch platt gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht, aber cool, cool. Okay, was haben wir jetzt? Ich nehme den Underground Thread. Also hier kommen jetzt die ganze Zeit Crawler raus. Ja, Kleinkram, der im Weg ist immer gut. Jetzt fange ich mal an, auch Sniper zu holen. Ach nee, ich hatte schon einen Sniper tatsächlich, ne? Ich glaube, ich hatte schon einen geholt vorher. So gut passe ich hier auf. Ich mache mal das Quick Deploy weg. Und die Sniper haben jetzt auch Reichweite. Das heißt, die sind jetzt bei 180 Meter. Seine haben leider auch Reichweite. Aber das sind sie wenigstens auf demselben Level, was das angeht. Ja, die Vulcans schießen hier aufs Große, ne? Das wäre natürlich besser, wenn die den Kleinkram wegmachen, wofür sie eigentlich gedacht sind. Aber das machen sie jetzt auch. Und das ziemlich schnell. Und Vulcan und Marksman sind eine gute Kombination, weil die sich eben um die großen Ziele oder ja, um die Single Targets kümmern. Und der hier um den kleinen Kram. Und wir können dann später noch ein Upgrade holen, wo jeder Vulcan nochmal einen Sniper spawnt, der das gleiche Level hat wie der dementsprechende Vulcan. Ja, die Runde wird wieder ziemlich knapp. So, wir sind gelähmt und er kommt rüber. Das, die haben wir, glaube ich, verloren. Oder auch nicht. Ah, wird knapp. Ich hab's nicht mehr im Kopf, aber den paar Fangs hier noch, wenn es glücklich läuft. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bam. Wieder ganz, ganz knapp gewonnen. So, was kriegen wir dieses Mal? Ja, eine Menge Stufe 3 Sachen. Ich habe, glaube ich, den Farseer genommen. Und der Gegner, die Typhoons. Wenn ich es richtig... Ah ne, er hat auch den Farseer. Okay. Ach ja, hier hinten. So, ich kann alles upgraden, aber kostet halt sehr viele. Und ich möchte ja auch meine Slots für Einheitenplatzierungen jede Runde eigentlich auskosten. Und im Optimalfall möchte man auch jeden Slot, den man hat für eine neue Einheitenart freizuschalten, möchte man eigentlich auch meistens ausnutzen. Zumindest in den ersten paar Runden. So, ne, ihr seht hier, bei ihm ist eigentlich fast alles Stufe 2 oder sogar Stufe 3 mit Rüstungsupgrade sogar. Er hat... Ah ne, okay. So, ich hole noch einen Vulcan in letzter Sekunde. Und upgrade zwei Sniper und hier eine Horde Panzer Sledgehammer. Ja, die Taranteln sind schon irgendwie nervig, ne? Aber meine Aufstellung kommt ganz gut damit klar. Auch mit der Fähigkeit, mit der Spider-Mine. Das sind diese kleinen Dinger, die da am Anfang immer rausrennen. Oder immer mal wieder rausrennen und dann explodieren. Aber die Sniper und so, die machen die gut weg. Und ja. Hier fehlt noch ein bisschen Kleinkram, hatte ich dann das Gefühl. Aber die Runden werden deutlich deutlicher. Oh Mann. Und diese Runde, ja, alles nicht so das wahre elektromagnetisches Ding. Wäre vielleicht eigentlich ganz gut gewesen, ne? Er hat sehr viele Fähigkeiten, die er nutzt und Upgrades. H
Habe ich aber irgendwie in dem Moment nicht gerafft und habe dann. Was hatte ich genommen? Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Er holt jetzt auf jeden Fall einen Overlord. Und ich habe noch einen Vulcan. Und jetzt auch die Best-Partner-Fähigkeit, dass jeder Vulcan am Anfang noch einen Marksman beschwört. Das heißt, wir haben hier schon 4 Stück. Dann sind es 8. Hol noch ein paar Fangs. Bisschen Kleinkram. Der hier weiter hinten ist. Also wieder eine spätere Welle, die nachrückt, um den Single-Target-Damage abzufangen. Den er ja hier mit den Snipern beispielsweise schon ordentlich am Start hat. Okay, der hier hat jetzt den. Ah, genau, das war das Upgrade, was ich genommen hatte. Der Amplifying Core, dass der mehr Schaden und 50% mehr Schaden und 50% mehr Leben hat. Wäre vielleicht auch besser gewesen auf den Vulcan oder so. Aber er ist auch jetzt auf Stufe 2, das heißt, gar nicht so schlecht. Und ja, wir rätseln gut rein. Ordentlicher Feuerstrahl. Und wie ihr seht, jetzt kommt hier die letzte Welle von den Fangs. Nach ein kleines bisschen zu spät, ne? Also sie müssten ein bisschen früher hier vorne dran quasi sein, dass die Sniper-Schüsse abfangen und die Vulcans das nicht tanken. Aber es reicht. Und ganz knapp hat es noch überlebt. So, hier habe ich geskippt, glaube ich. Das ist ganz gut, der Ionenblast, aber war mir jetzt zu teuer. Er hat sich's geholt. Das ist so ein. Ja, seht ihr gleich. Angriffsfähigkeit. Die hat er jetzt hier platziert. Ich upgrade bei mir ein bisschen die Vulcans, weil auch dann stärkere Sniper rauskommen. Doppel-Upgrade quasi. Hol noch einen neuen Vulcan. Und upgrade ein paar Sniper. Und ja. Sehen wir mal, wohin das noch führt. Kommt noch mehr Vulcans, okay. Dann habe ich schon mal eine ganze Linie hier aufgestellt. Das heißt, wir bekommen dann auch 6 Marksmen dazu. 6 Scharfschützen. Boom, da spawnen sie. Sieht auch cool aus. Das hier brezelt jetzt natürlich gut rein und macht ordentlich was kaputt. Und er hat mittlerweile auch sehr viel Kleinkram. Aber wir haben ja so viele Vulcans. Das heißt, der Kleinkram ist für uns überhaupt kein Problem. Und auch der Overlord kümmert sich die Sniper drum. Sniper kümmern sich die Sniper drum. Mustangs werden halt von den Vulcans weggemacht. Aber jetzt wird es schon knapper als letzte Runde auf jeden Fall. Die war sehr viel deutlicher. Der Overlord hat sehr, sehr knapp überlebt. Das ist halt bitter und macht jetzt hier unsere Einheiten lahm mit dem Debuff. Und nur dieses Timing hat diese Runde gekostet, ne? Also, dass der ganz knapp überlebt hat, war schon unglücklich. Aber das ist dann auch noch genau. Wir hatten mehr Einheiten, wir hatten bessere Einheiten. Aber die waren gelähmt genau zu dem Zeitpunkt, wo die. Ja, wo das Aufeinandertreffen stattgefunden hat. Oder haben wir noch die Runde gewonnen? Ganz knapp. Ich glaube, ja, ich habe gewonnen, ja, genau. Aber er ist noch am Leben. Aber schon mal eine sehr, sehr spannende Runde auf jeden Fall. Okay. Ich hole die Rauchbombe. Mag ich ganz gern. Er auch. Ja, kann man hier platzieren. Und dann, genau, er hat es hier. Reduziert die Reichweite von allen Einheiten da drin. Er hat irgendwas geupgradet gerade. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was genau. Ich habe es mit dem Augenwinkel gesehen.
Und ja. Hier, ich hole wieder die Underground-Thread-Fähigkeit vom Anfang, platziere das hier hinten, dass die ganze Zeit wieder Zeug nachkommt. Lass die kleinen Crawler hier spawnen. Dann habe ich jetzt auch hier die Rauchbombe platziert. Die hier hinteren laufen ja dann später rein, die müssen, kommen ja alle nach vorne. Ob die Platzierung so gut ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wir schauen mal. Irgendwann habe ich auch übrigens hier das Angriffs-Upgrade geholt. Ich glaube, das war in einer der Anfangsrunden. Jetzt werden hier noch ein bisschen die Sniper und Vulcans geupgradet und einen Vulcan mehr habe ich noch geholt. Ja. Schauen wir mal, wie die Runde läuft. Die Feuerwand startet rein. Die Steuerung ist richtig komisch. So. Das haben wir schon mal ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Und für den ersten Versuch mit einer neuen Strategie war das ziemlich stabil. Und ich glaube, er hatte sogar ein höheres MMR als ich. Also war jetzt kein einfacher Gegner. Zumindest aus meiner Perspektive. Und wollte ich euch einfach mal zeigen. Neue Strategie ist jetzt ins Repertoire aufgenommen. Vielleicht ist es für euch ja auch nützlich. Danke fürs Zusehen und viel Spaß noch. Ciao.